Vama Shvasa Gamanasana ist eine Übung, um den Atemfluss im linken Nasenloch in Gang zu bringen. Gamanasana heißt Übung, um in Gang zu bringen. Shvasa heißt der Atem. Vama ist der linke und damit der Atemfluss im linken Nasenloch. Rafaela zeigt, wie es geht. Ausgangsposition kann eine beliebige Sitzhaltung sein. Dann gibt den rechte Knie in die rechte Achselhöhle, rechte Fußsohle am Boden, Knie eben senkrecht. Linkes Bein ist gekreuzt, sodass die Füße sich irgendwo berühren. Manche Texte sagen, dass der linke Fuß an der Ferse sein soll, andere sagen, dass der Fuß vorne am Fußrücken des rechten Fußes sei. Mach es so, wie es für dich angenehm ist. Das Wichtigste ist, dass die Kniescheibe in dem oberen Achselhöhlenpunkt ist, das ist nämlich der Reflexpunkt für das linke Nasenloch. Beuge dabei den Kopf ganz leicht nach rechts und so wirst du nach einer Weile merken, dass dein linkes Nasenloch sich öffnet. Wenn du also morgens Wechselatmung üben willst und dabei feststellst, dass das linke Nasenloch geschlossen ist, dann übe Vama Shvasa Gamanasana. Umgekehrt, wenn du das rechte Nasenloch öffnen wolltest, dann übst du Dakshina Shvasa Gamanasana, also genau andersherum.